gewesen und heute schon Startläufer der jüngsten deutschen Staffel aller Zeiten. Mit der 5, da sind die Schweden gewesen, David Ekholm, der Startläufer, dann auf der 4, der Sieger über 20 Kilometer hier, Vincent Jay aus Frankreich. Die Franzosen wollen heute aufs Treppchen. Bin sehr, sehr gespannt, wie sich diese Staffel aus Deutschland im Schnitt ganze 22 Jahre jung heute hier schlägt. Zu verlieren haben sie gar nichts, einfach nur zu gewinnen, zu genießen. Auf der 2, das ist Frode Andresen. Kleine Überraschung bei den Weltmeistern aus Norwegen. Sie treten heute ohne Halvard Hannevold und ohne Ulla Einar Bjørndalen an, sind aber dennoch stark genug, um zu gewinnen. Und auch sie hier, die Österreicher mit Daniel Mesotic, die schon zweimal in diesem Winter triumphiert haben, sind ein heißer Kandidat. Europameisterschaften war er auf dieser Position, aber jetzt in einer Reihe mit den Großen. Fast ein Fehlstart von Daniel Mesotic, dem Schnellstarter aus Österreich, mit Start Nummer 1. Von Simon Schemp macht das da sehr gut gegen die starken Skater, gegen Frode Andresen. Und offenbar ohne großen Substanzverlust. Hoffen wir mal. Und jetzt gilt es für ihn zum ersten Mal in einer Weltcup-Staffel im direkten Vergleich mit den Großen. In einer Staffel. Vincent Jay hat als Schnellster begonnen. Wie über die 20 Kilometer schießt hier blitzartig und hat schon 4 abgeräumt und alles getroffen. Die Franzosen gehen in Führung. Kanada ebenso fertig mit dem Schießen. Ein Fehler beim jungen Schwarzwälder. Und jetzt schon der 2. Hier haben wir ihn. Jetzt nur nicht hektisch werden. Die Patronen müssen einzeln nachgeladen werden, wenn er sie rausrepetiert hat oder wenn die ersten 5 Schüsse abgefeuert sind. Seine Patron dort am hinteren Ende des Schaftes und setzt immer noch mal richtig neu an, holt Großschwung. Da ist noch einiges zu machen, glaube ich. Diese Bewegung ein bisschen zu minimieren und etwas ruhiger zu machen. Jetzt muss er treffen. Ja, klasse. Hat ein bisschen gedauert, aber auch Erfahrene haben ihre Schwierigkeiten. Siehe Ivan Cheresow. Nochmal gerade so davon gekommen, ohne Strafrunde, aber großer Rückstand. Und erstaunlich, denn Ivan Cheresow gehört. Auch der 6. Platz hier über die 20 Kilometer war nicht schlecht und war so gut, dass er heute mitmachen darf in der Staffel. Der Franzose als Erster begonnen mit dem Schießen, aber auch mit dem ersten Fehler. Allesamt jetzt hier schon mit Fehlern. Mesotic ist da, der Österreicher. Und der beginnt jetzt mit 3 Treffern. Also Österreich jetzt von 5 auf 1. Gleich auf mit den Franzosen, mit Vincent Jay, mit Schlesinger, dem Tschechen. Und jetzt auch Frode Andresen durch mit dem Schießen. Kaum Wind am Schießstand. Ganz leicht von links kommt er herein. Und jetzt schauen wir auf Simon Schemp, der ganz hinten Platz genommen hat. Hat er 3 Reservepatronen zur Verfügung. Früher mussten die vor dem Schießen abgelegt werden. Jetzt werden sie direkt aus dem Schaft nachgeladen. Klasse gemacht. Nur eine Nachladepatrone gebraucht, jetzt bei diesem Stehenschießen. Und damit einen der erfahrensten im Feld weit hinter sich gelassen. Hier Ivan Cheresow. Hinten noch die Briten und die Polen, die jetzt weiter zurückfallen. Vordergrund der Schweizer Ivan Jolla mit seinem besten Karriereresultat ist der Wechsel. Norwegen, da kommt jetzt Ronny Hafsos. In den letzten Wochen einer der schnellsten überhaupt. Dann kommen die Tschechen, klasse Leistung von Schlesinger. Der übergibt an den Altmeister, an Zdeněk Vítek, und für Frankreich kommt Vincent Defran. Ruckzuck jetzt nochmal 10 Sekunden verloren, die Franzosen auf den letzten 200 Metern auf Norwegen und die Tschechen. Für Österreich ist jetzt Simon Eder an der Reihe. Die Weißrussen geben dort Zeichen, wo sie stehen. Es gibt eine Wechselzone
Innerhalb derer muss es einen deutlichen Körperkontakt geben. Ob nun auf der Schulter, an der Hand oder auf dem Allerwertesten, ist egal. Aber er muss zu sehen sein und von den Kampfrichtern bestätigt werden. So, vier Nationen jetzt da dicht beieinander. Kanada, Schweden, Weißrussland und Italien. Jetzt die Deutschen beim Wechsel. Simon Schemp am Ende hat er noch ein paar Sekunden liegen lassen. Daniel Böhm jetzt unterwegs mit einer knappen Minute Rückstand. Ein Vitek auf der zweiten Bahn. Zdeněk Vítek mit Klasse-Serie. Jetzt gehen die Tschechen in Führung. Und wie schon im Sprint, da hat er vier Fehler geschossen. Ronny Hafsos, großer Unsicherheitsfaktor an den Scheiben immer wieder. Vítek jetzt in Führung. Klasse Vorstellung des routinierten Tschechen. Und Ronny Hafsos hat jetzt noch zwei Patronen für eine Scheibe. Und die Franzosen mit Vincent Defran. Fast aufgeholt. Wir schauen, auch Daniel Böhm ist mittlerweile da. Zwischendrin liegt der schnellste Schütze hier, andersherum der Linksschütze Simon Eder, jetzt hier vorne im Bild. Weiter hinten Daniel Böhm, hat einmal getroffen. Die Schweden sind da und hier sehen wir den Norddeutschen. Klasse, einfach nur gut, hat er super gemacht. Daniel Böhm ähnlich gut, wie er hier über 20 Kilometer eingeschlagen hat im Konzert der Großen. Matthias Nilsson für die Schweden ist durch auf Rang 6. Und Daniel Böhm hat ein paar Sekunden gut gemacht. Jetzt sind es 47. Erinnern wir uns, beim Wechsel waren es 56. Dann gibt es Rasten. 2, 3, 4 Rasten sind so ungefähr 1 cm vorn bei den Scheiben, die 50 Meter entfernt sind. Damit könnte man also die Visierlinie korrigieren. Vítek tut's nicht. Fehler beim zweiten. Hat seine Reservepatronen vorn am Schaft angebracht. Dafür gibt es überhaupt keine Auflagen, kein Reglement. Einzige Auflage ist das Gesamtgewicht der Waffe, 3,5 Kilogramm Minimum. Und da kommt Daniel Böhm und jetzt bekommt er ein Magazin zugereicht. Also alles gut. Ronny Hafsos hat jetzt übrigens richtig gut geschossen und ist wieder vorbeigezogen am Tschechen. An Zdeněk Vítek, hier der Linksschütze, der nur 20 Sekunden braucht für einen stehenden Anschlag. Simon Eder, Sohn der großen Legende Alfred Eder. Und hier Daniel Böhm, leider schon mit zwei kleinen roten Punkten dort. Und noch ein dritter. Also jetzt muss jede einzelne Patrone, die er nachlädt, auch sitzen. 12 mm lang die kleinen Geschosse. Da oben hat er sie. Nur klitzeklein. Aus. Das sind rund 10 Sekunden, die er verliert und kaum unruhig im Oberkörper und klasse gemacht. Wie ein Alter abgebrüht, wunderbar, dreimal nachgeladen, alles getroffen und bleibt im Bereich des Schweden Matthias Nilsson. Hier vorne der Italiener, das ist René Laurent Vuillamos. Und die Russen mit Yevgeny Ustjugov, immer noch hinter Deutschland. Jetzt hat er alles getroffen. Auch ein bisschen fahrig da, nervös, mit hektischen Bewegungen, hat die Stöcke nicht gleich zu fassen bekommen. Links der Ukrainer, Ustjugov wollte unbedingt offenbar vor ihm raus, auch erst 23 Jahre alt, noch unerfahrener. Der zweite Wechsel bei Halbzeit, Norwegen in Führung, Lars Berger unterwegs. Das ist Daniel Böhm vorbei am Schweden. Das ist wirklich ganz großer Sport. Die Tschechen noch davor wechseln als Zweite. Für Tschechien jetzt Andrej Moravec unterwegs. Und dahinter der wieder mal großartig auftrumpfende Daniel Böhm. Der vor kurzem noch mit Gold in der Verfolgung geschmückt wurde bei den Europameisterschaften in Ufa. Dann hierher jettete, auch ein riesen Reisepensum hinter sich hat wie Simon Schemp. Und scheinbar ungerührt von all dem hier auf Rang 3 nach vorn läuft. Das ist wirklich sensationell. Arndt Peiffer und die Schweden dicht dahinter. Also große Anerkennung, Kompliment und jetzt sein Trainingskamerad.
aus Oberhof, Arndt Peiffer. Daniel Böhm hat wirklich alle.